Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Geek Talk Daily. Es ist Donnerstag, der 23. November. Ich habe heute wieder 10 Technikthemen für euch vorbereitet. Ich spreche über Uber, HP, ProtonMail, Instagram, Facebook, Xiaomi, Google, Windows 10 und das Apple App Store. Wir starten bei Uber und dort wurde bekannt, dass das Unternehmen 2016 massiv gehackt wurde. Rund 57 Millionen Datensätze von Kunden und Fahrern sollen im Unternehmen gestohlen worden sein. Das Ganze fand damals noch unter dem eher umstrittenen CEO Travis Kalanick statt. Ja, unterm Strich hat sich Uber dazu entschieden, das zu bezahlen. Es wurden $100.000 gefordert und das Unternehmen hat das tatsächlich bezahlt, damit es nicht an die Medien gelangt. Jetzt ist es doch an die Medien gelangt, bleibt abzuwarten, wie die Öffentlichkeit auf das Thema reagiert. Wäre nicht das erste umstrittene Thema, beziehungsweise die erste umstrittene Entscheidung, die man gegen Uber ins Feld führen könnte. Wir bleiben bei Sicherheitslücken, da geht der Hersteller allerdings offen und sauber damit um. Wir kommen zu HP, dort gab es Fehler in der Firmware für Drucker. Unter gewissen Bedingungen mit einer speziellen Malware ist es rein theoretisch für Eindringlinge möglich, in den Drucker quasi einzudringen und dort irgendwie Befehle auszuführen und Zugriff auf den Drucker zu bekommen. Es gibt Updates für die betroffenen Systeme. Wenn ihr einen HP-Drucker habt, schaut mal nach, führt das Update durch. In dem Fall ist es wichtig, denn es geht um die Sicherheit eures Geräts. Stichwort Sicherheit, wir bleiben dabei, kommen zu ProtonMail. ProtonMail ist ja bekannt als besonders sicheres E-Mail-Programm, das im Endeffekt so alle wirklich modernen Sicherheitsstandards integriert. Jetzt hat der Hersteller bekannt gegeben, dass er auch eine App zum Verwalten von Kontakten rausbringen mag. Mitunter mag es ja auch sehr, sehr wichtig sein, seine Kontakte zu schützen. Man möge sich zum Beispiel nur irgendwie in den Fall der Presse versetzen. Dort muss man ja teilweise seine Quellen schützen und auch der Zugriff auf Kontakte ist dann ein wichtiges Thema. Wir kommen in den Social Media Teil, beginnen bei Instagram. Dort ist es möglich, wenn eine Instagram Live-Übertragung laufen habt, dass Freunde quasi sich dazuschalten, wird dann so als geteilter Bildschirm angezeigt. Ja, einfach per Anfrage quasi, die bekommt man dann, kann man annehmen oder ablehnen. Und wenn man sie annimmt, dann wird eben auch der Freund entsprechend mit dargestellt in diesem Livestream über seine Kamera eben. Wir kommen zum Facebook Messenger. Dort wird seit gestern ein neues Feature ausgerollt, zumindest für Teilnehmer in den USA, Kanada, Frankreich, Australien, Großbritannien, Singapur, Hongkong, Japan und Südkorea. Worum geht's? Man kann dort jetzt Bilder mit bis zu 4K Auflösung versenden. Mehr Auflösung in dem Fall immer gut. Aktuelle Handys können sowas ja locker schießen. Ja, ab sofort Bilder mit 4096x4096 Pixel im Zweifelsfall. Heißt aber natürlich auch, dass die Nachrichten mitunter größer werden. Für alle Länder, die noch nicht dabei sind, und das sind ja alle der drei Länder, die der GeekTalk quasi bedient oder wo der GeekTalk vertreten ist, die müssen noch ein bisschen warten. Nächste Woche soll das Update dann in weiteren Ländern ausgerollt werden. Das heißt im Zweifelsfall ein bisschen warten. Wir bekommen das Update sicher auch bald. Wir kommen zu Xiaomi und Xiaomi bietet ja seine Geräte eigentlich nur im Fernen Osten an, aber die sind immer wieder mehr und mehr dabei, auch ihre Geräte nach Europa zu bringen. Vor kurzem hatten wir schon die News, dass sie ihre Geräte nach Spanien bringen und sie damit quasi über Amazon Spanien auch ganz normal in Deutschland und Österreich geliefert werden können. Jetzt gibt es die ersten deutschen Online-Händler, die auf das ganze Thema aufspringen. Zum Beispiel Konrad oder Cyberport bieten bereits günstige Xiaomi-Modelle einfach ganz normal in deren Online-Shop an. Natürlich zahlt man dann höhere Preise, wenn man sie im Fernen Osten kauft, weil dann eben auch die Steuer drauf kommt, ganz klar. Wir kommen zum Amazon Echo Show. Dort gab es eine Auseinandersetzung mit der Firma Google, betraf die Benutzervereinbarung bzw. die Benutzeroberfläche der YouTube-App auf dem Amazon Echo Show. Das ist der Echo, der auch einen Bildschirm integriert hat. Dementsprechend wurde die YouTube-App dort nicht angeboten. Man konnte sich mittlerweile allerdings einigen. Das Gerät ist jetzt auch schon in Deutschland verfügbar. Wenn ihr das Gerät habt, könnt ihr ab sofort auch die YouTube-App installieren und den Bildschirm eures Echo Show nutzen, um Videos zu gucken. Kommen wir zu Windows 10 und da gibt es ein interessantes neues Feature. Windows-Apps, also tatsächlich die, die über den Store geladen werden, können offensichtlich in Zukunft auch in Tabs dargestellt werden. Notwendig ist dafür allerdings der Browser Edge, das geht nicht im normalen Explorer. Dort könnt ihr dann in Zukunft quasi Apps einfach in den Edge hineinziehen und er wird dort einfach als ein weiterer Tab ausgeführt. Dürfte mit einem der nächsten Windows-Updates kommen im Insider Circle. Für die schnellen Beta-Teilnehmer ist es bereits verfügbar. Die Apps müssen das allerdings explizit unterstützen, bleibt abzuwarten, wie schnell die das adaptieren. Kommen wir zur letzten News von heute, die betrifft Apple, China und Microsoft. Wie passt das jetzt zusammen? Naja, China ist ja dafür bekannt, immer wieder von Apple zu fordern, Apps aus dem Store zu schmeißen. Begonnen hat es Anfang des Jahres mit der New York Times App, was vielleicht noch nicht so dramatisch war.
Weiter ging es mit VPN-Apps, was ziemlich dramatisch ist. Jetzt sind quasi auf der Speiseliste Internet-Messenger beziehungsweise auch Voice-over-IP-Telefoniedienste, eben zum Beispiel auch Skype. Dementsprechend hat Apple auf Anfragen der chinesischen Regierung Skype aus dem App Store entfernt. Microsoft ist informiert, hat auch schon Stellung dazu bezogen, man möchte die App in Bälde wieder anbieten. Die Frage bleibt dann nur, wie. Skype ist grundsätzlich end-to-end verschlüsselt. Das dürfte auch das Problem sein, das China mit der App hat. Bleibt die Frage, ob Microsoft die Verschlüsselung entfernt, was natürlich eigentlich dann eher dramatisch und tragisch wäre. Unterm Strich, ja, der Konzern will allerdings Geld machen und seinen Dienst anbieten. Wenn nichts anderes überbleibt, werden sie sicher in diese Richtung nachgeben. Bleibt abzuwarten, was tatsächlich passiert. Das war's mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann morgen früh nochmal, ehe ich dann euch ins Wochenende entlasse. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao. Hört mehr Geek Talk.